So, das Rigi TV Plus ist für euch in eine Probe gegangen vom Jodl Club Muttens. Bei mir ist der Schaggi. Schaggi, die haben angerufen und gesagt, Hanni, wir machen ein wundervolles Konzert mit Experten und allem Möglichen drumherum. Erzähl mal, wenn passiert was, wenn kommt man nach Muttens, sich von euch und von ganz vielen anderen verzaubern zu lassen? Das ist folgendermaßen: Wir tun für den Nordwestschweizerischen Jodlverband eine Expertise singen als Vorbereitung für das Nordwestschweizerische Jodlerfest. Und das findet statt in Zurzach. Und hier haben die Club die Möglichkeit, in Muttens ihren Wettvortrag vor einer Jury zu singen und sich bewerten zu lassen. Das heisst, die Juroren gehen dann mit diesen Club nachher das Lied durch und sagen das dann dort, sagen, wo sie noch Fehler haben, wo sie können etwas verbessern können oder was sie sehr gut machen, wo sie nicht mehr etwas machen müssen, sondern vorwiegend können sie dann aufgrund von dieser Beurteilung können sie dann weiter ihre Probe bis ans Gesangfest planen. Also richtig eine kleine Hilfe dazwischen. Jetzt habe ich mir überlegt, wie funktioniert das? Das sind 18 Jodelclubs, die da kommen. Normalerweise an einem Jodel oben hat es drei und dann singt jeder drei, vier Lieder. Wie ist das hier in der Reihenfolge? Kann man als Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich tatsächlich einen Club nach dem anderen reinziehen? Das ist so. Das ist eigentlich wie an einem Jodlerfest, wo in einem Wettlokal ein Club nach dem anderen auftritt. So ist das auch bei uns in der Arbogastkirche. Und sie werden dann dort das Glöckli wird läuten, dann fangen sie ihren Vortrag an und anschliessend gehen sie raus, werden beurteilt und dann tritt bereits der nächste Club an und wird seinen Vortrag machen. Jetzt muss man aber sagen, so wie ich die Jodler kenne, wenn die nur ein Lied können singen als Vortrag, die sind nachher alle im Tänzersaal in Muttens und dann gibt es dort ein riesiges Singen, oder wie? Ist das intern oder ist das für das Publikum? Es ist für jedermann, also alle können kommen, die Platz haben. Das wird dann das Problem sein. Aber nachher im Tänzersaal ist dann ein freies Singen, wo jeder Club, wenn er das Gefühl hat, jetzt möchte er ein anderes Lied singen oder möchte etwas machen, kann aufstehen, anstehen und einen Liedvortrag machen. Gut, jetzt muss ich hier noch vielleicht zum Abschluss schnell sagen, das Lied, das ihr gehört habt, ist bereits für uns ein erster Vorgeschmack gewesen. Wir haben jetzt schon mal hören, wo sie stehen. Es tönt schon super und ich bin gespannt, wie das dann läuft. Also, alle ab in Dorfkirche, St. Abelsgast. Jutze im Dorf ist angesagt und ich denke, ihr unterstützt alle. Lohn.